Also in der Drachenbucht haben wir dieses Jahr neu zwei Fahrgeschäfte. Eins ist auf die Familie ausgelegt, die Drachenhöhle. Eins ist auf die Jugend ausgelegt, die Auge des Drachen. Zudem eröffnen wir jetzt in erster Phase noch den Spieletempel mit Spiel- und Geschicklichkeitsspielen für die Familie. Und unseren süßen Drachen. Das ist ein Café mit einem Plateau oben, wo man sich auch auf die Dachterrasse setzen kann und einen schönen Überblick über die ganze Drachenbucht hat. Das wird in der ersten Bauphase eröffnet. Und in der zweiten Bauphase, Anfang Mai, werden wir eröffnen die Hopsings Drachenküche und zudem noch das Drachencamp. Das sind die ersten Bauphasen. Und vor den Pfingstferien wird dann noch eröffnet unsere Wäscherei. Das ist ein interaktiver Wasserspielplatz, wo man verschiedene Weichen stellen kann, strudeln kann, wie man sich das halt so vorstellt. Und zudem wird Goldwäscherei noch aufmachen, wo die Kinder wirklich Gold schürfen können und auch Gold finden werden. Also in der Drachenhöhle haben wir eine komplett neue Lasershow und Musikanlage eingebaut. Das heißt, es wird Nebel geben, Laser geben, Projektionen geben. Und ich denke, es wird eine interessante Fahrt werden. Im Eingangsbereich haben wir neu zwei Bildschirme gleich, wo die Gäste vor sie in den Park kommen, alle News sehen. Auch wenn mal ein Fahrgeschäft nicht laufen sollte oder irgendwelche Sonderprogramme laufen, werden sie dann auf Displays sehen. Zudem haben wir ein fünftes Kassenhaus für die Jahreskartenbesitzer, dass die in Zukunft nicht mehr in der Schlange anstehen müssen an den Haupttagen. Dann haben wir, wenn wir reinkommen, gleich neun Herren-Damen-Toiletten, Behinderten-WC und Babywickelraum. Zudem einen Coffeeshop, dass man erstmal sich stärken kann, wenn man reinkommt. Und den süßen Klabautermann haben wir jetzt auch neu mit Süßwaren. Und ab diesem Jahr läuft dann Magmedia-Film Happy Family. Und der wird in den nächsten 3 Jahren dann bei uns präsentiert. Also wir haben einmal die Außenfassade komplett erneuert auf Steampunk-Optik, den Wartebereich vergrößert, weil der neue Film wird im Grunde doppelt so lang laufen wie die Filme in den letzten Jahren. Zudem haben wir die komplette Kinoanlage von innen saniert, die Boards auch komplett überholt, technisch, optisch, Checks, Versteck. Wird dieses Jahr endlich eröffnet, nach langem Verzug. Das heißt, wir sind da komplett durch jetzt mit den Baumaßnahmen. Natürlich kommt das ein oder andere Detail noch über die Saison hinein, aber wird am 13.04. aufmachen. Und Jacks Versteck ist ein interaktives Erlebnishaus, wo wir verschieden thematisierte Räume haben, insgesamt 12 Stück. Und je nachdem verschiedene Szenen abgebildet sind, wo dann die Gäste auch bei dem einen oder anderen überrascht sein werden, was passiert in den Räumen. Bei der Cobra sind wir noch drüber, also es wird im Theming noch einige Neuheiten geben. Zudem wird die Cobra dieses Jahr noch einen komplett fabrikneuen Zug bekommen. Der ist auch schon bestellt, wird aber erst wahrscheinlich in den nächsten Wochen angeliefert und dann der neue Zug ausgetauscht werden. Genau, ab diesem Jahr wird unser Breakdance zur Piratenschleuder. Unser Icarus wird zur Flugmaschine und unsere Nauticjet wird zum Goldhüpfer. Also wir haben im Grunde alle 3 Anlagen komplett technisch neu überholt. Also es sind alle Prüfungen gemacht worden für die nächsten Jahre. Zudem haben wir die Eingangsbereiche schon bei allen Anlagen erneuert und thematisiert in erster Bauphase. Und in Zukunft wird dann weitergestaltet werden. Die Lackierungen werden komplett überholt werden und das Theming wird bei allen Anlagen noch weiter ausgebaut werden. Einiges wird dieses Jahr noch kommen und andere Sachen dann erst nächstes Jahr im Herbst weiterverfolgt werden. Also ab dieses Jahr haben wir natürlich auch wieder dabei unseren Patrick Kieden, der aber mit einem neuen Showprogramm in der Timeway Station die Gäste begrüßen wird. Zudem haben wir Lights and Fire, eine Lasershow dieses Jahr, was eine Viertelstunde gehen wird, was auch für die Jugend, glaube ich, sehr interessant sein wird. Dann haben wir noch Henry, Fröchte und Familie, Fußjongleur, denke ich, ist auch für jedermann was dabei. Und Peter Taylor und seine Hunde, das ist, denke ich, mehr auf unsere kleinere Zielgruppe gerichtet. Da ist eine lustige Hundeshow dabei.